Am Bahnhof Neumarkt wurde heute ein bundesländerübergreifendes Schieneninfrastrukturprojekt offiziell eröffnet. In 3 Jahren Bauzeit wurden die Bahnhöfe von Neumarkt, Steindorf und Friedburg modernisiert und barrierefrei gestaltet. Die Mattigtalbahn von Steindorf bis zur Verkehrsdrehscheibe Neumarkt wurde verlängert und bis Friedburg im angrenzenden Oberösterreich elektrifiziert. Das ist sicher ein Meilenstein da. Man darf die Qualität Neumarkts nicht unterschätzen als wirklicher Verkehrsknoten im nordöstlichen Flachgau. Und das hat eben eine große Bedeutung für die Gemeinde, aber eben darüber hinaus. Das muss man nur natürlich mit Leben erfüllen. Das heißt, das Angebot muss stimmen. Und da sind wir ganz zuversichtlich, dass das in Zukunft auch funktioniert. Die Zukunft im Verkehrswesen liegt tatsächlich auf der Schiene, aber nicht nur auf der Schiene. Wir müssen natürlich im Eisenbahnsektor Kapazität schaffen und die danach trachten, die Kapazität zu vergrößern. Aber abseits von der Kapazität ist es auch sehr, sehr wichtig, die Verknüpfung herzustellen zu anderen Verkehrsträgern. Und ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für die Zukunft. Und das sieht man hier sehr, sehr, sehr schön, wie gut das funktionieren kann. Dieser Ausbau der Haltestelle Neumarkt zur Verkehrsdrehscheibe im nordöstlichen Flachgau ist ein absoluter Gewinn für Neumarkt. Es sind ja nicht nur die Züge, die hier in Neumarkt halten, sondern auch der gesamte Busterminal mit 6 Bushaltestellen ist ein absoluter Umsteigeknoten geworden, der auch sehr, sehr gut mit der ersten Stunde der Eröffnung letztendlich angenommen wurde. Die konkreten Auswirkungen für die Gemeinde Schlosswolken, es ist einfach wirklich sehr viel geschehen. Es ist ein Steindorfer Bahnhof bipifein ausgebaut worden. Er ist einfach barrierefrei, er ist zugänglich. Die Gemeindebürger, mit denen haben wir diskutiert, die sagen jeder, ja, das ist alles gut und schön. Wir haben einen super Bahnhof bekommen, wir haben eine super Unterführung bekommen. Nur die Attraktivität für unseren Bahnhof ist derzeit nicht gegeben, weil einfach die Halte einfach sehr begrenzt sind. Straßweichen, Steindorf, das ist ein Bahnhof, der uns sehr am Herzen liegt und ich glaube, dass man mit der ÖBB in der Tonart aber weiterarbeiten kann, damit dort auch die Bedienqualität am Ende des Tages stimmt.